Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Beitrag hier in meinem YouTube-Kanal. Heute wird es einmal nicht um Literatur gehen und es gibt auch keinen neuen Hörbuchauszug. Stattdessen spreche ich mit euch über den Brexit, über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Warum mache ich das? Nun, mich haben ganz, ganz viele Anfragen erreicht in den letzten Monaten und ich bin gebeten worden, schreib doch da mal was drüber. Denn alles, was wir online finden, das sind Abertausende, Abermillionen von Informationen. Wir sehen da nicht durch. Was steht denn jetzt nun eigentlich in diesem Brexit-Deal drin? Nun, ich habe mich dessen angenommen. Ich habe es gemacht. Ich habe mir das Ding angeguckt. Ich habe es mir durchgelesen. Und ich habe auf meiner Webseite, die unten auch wieder verlinkt ist, einen ellenlangen Artikel dazu geschrieben. Also wirklich, wenn ihr den lesen wollt, nehmt euch einen Moment Zeit. Das ist tatsächlich viel. Und weil das so viel ist, dachte ich mir, komm, dann mache ich noch einen kleinen Podcast, einen Audio-Podcast drüber. Und das hier ist er. Deswegen herzlich willkommen zum Brexit-Podcast. Ja, was ist der Brexit? Nun, das wisst ihr, ja. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Am 31.12.2020 um 23 Uhr englischer Zeit oder um 24 Uhr hiesiger Zeit war es soweit und die Übergangsphase für den Austritt aus der Europäischen Union hat geendet. Ja, viele, viele Jahre der Debatten, Streitigkeiten, Verhandlungen, nicht? Unzählige Parlamentsdebatten und Abstimmungen, Gesetzesentwürfe, Anhänge, Änderungsanträge. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere so ein bisschen zumindest mit halbem Auge mitverfolgt hat, was dort alles besprochen worden ist. Das hat die älteste Demokratie der Welt tatsächlich bis an den Rand der Funktionsfähigkeit gebracht. Also wenn man das mal beobachtet hat, auch so ein bisschen aus einem rechtlichen Hintergrund, nicht? Das hat zu einer Verfassungskrise in Großbritannien geführt. Das hat dazu geführt, dass der Supreme Court entscheiden musste über eine Prorogation of Parliament, nicht wahr? Also über eine neue Parlamentsphase, die ja grundsätzlich die Exekutive in Großbritannien anordnen kann. Das hat also wirklich die Briten viel, viel Zeit und viel, viel Nerven gekostet. Und am Ende stand nun das umfassende Kooperations- und Freihandelsabkommen, was hierzulande nur als Brexit-Deal bezeichnet worden ist. Man hat es also in letzter Minute geschafft, dass also das Inselkönigreich im Verhältnis zur Europäischen Union kein Drittstaat nach den WTO-Regeln geworden ist. Eine Lösung, mit der, glaube ich, die Briten, die britische Wirtschaft, die Europäische Union und auch die europäische Wirtschaft vermutlich besser leben kann, das wird sich noch zeigen, als mit einem No-Deal und die britische Wirtschaft und die britischen Menschen besser leben können, als wenn sie Mitglied geblieben wären. Auch das wird sich noch zeigen. Ich will hier gar keine Wertung anstellen. Wer mich ein bisschen näher kennt und meine Beiträge verfolgt, weiß, dass ich persönlich den Brexit von Anfang an befürwortet habe, aus einer tiefen Skepsis gegenüber der Europäischen Union und ihrer Funktionsweise heraus. Aber das soll heute hier kein Thema sein. Wir wollen für euch, ich will für euch, für die Zuhörer ein klein wenig Licht ins Dunkel bringen, was ist denn jetzt mit dem Brexit-Deal? Was steht da konkret? Was ist drin? Worum geht es da eigentlich? Nun, ich habe schon eingangs gesagt, der Brexit-Deal ist das Ende eines über 4 Jahre andauernden Debattenprozesses hinsichtlich einer der entscheidendsten Fragen, nicht nur für die Europäische Union, sondern vor allen Dingen auch für das Vereinigte Königreich. Und in diesem Sinne atmet auch der Deal in gewisser Weise die Entscheidung, die das britische Volk im Referendum 2016
Und das weiß auch immer keiner und das vergessen auch viele, dann noch einmal in den Parlamentswahlen 2019 getroffen haben. Diese Entscheidung, nämlich die Rückgewinnung aus ihrer Sicht, die Rückgewinnung der Kontrolle über ihre eigenen Gesetze, über ihr eigenes Recht, über ihre eigenen Grenzen, über ihr eigenes Geld, zumindest in der Finanzpolitik im weiteren Sinne, über Handel und, was man auch in einem Inselkönigreich nicht vergessen darf, über die Fischerei. Politik. Und man wollte diese Kompetenzen zurückhaben von der Europäischen Union. Deswegen wird der Deal, der jetzt abgeschlossen ist, der natürlich wie jede Vereinbarung ein Kompromiss ist, aber er wird die Beziehungen zwischen dem UK und der Europäischen Union grundlegend verändern in Zukunft. Und ich denke und erlaube mir den Kommentar, dass das aus zumindest britischer Sicht durchaus vorteilhaft sein kann. Der Brexit-Deal ist das erste Handelsabkommen, Freihandelsabkommen, das die Europäische Union jemals abgeschlossen hat, in dem es keine Mengenbestimmungen für Handelsaktivitäten, also Quotenregelungen, und auch keine Zölle mehr gibt. Das ist das Historische am aktuellen Brexit-Deal. Und nun, es haben ja immer alle gesagt, ja, dann machen wir das eben. Dann verlassen wir die EU ohne Deal. Und dann hätte das WTO, also das Welthandelsorganisationsregime, völkerrechtlich eingegriffen, nicht? Und dort wären die allgemeinen Zölle und durchaus auch andere Handelshemmnisse vorgesehen gewesen. Das hat man nun mit dem Brexit-Deal abwenden können und gleichzeitig Geschichte geschrieben im internationalen Recht. Die Europäische Union, seit sie denn selbst überhaupt Abkommen abschließen kann mit eigener Rechtspersönlichkeit, ist es das erste ohne Zölle, ohne Quotenregelungen. Freier Handel, Zusammenarbeit und Kooperation, gemeinsame Werte, aber gleichzeitig vollständige Souveränität der Partner. Das ist der Geist, den der Brexit-Deal atmet und in diesem Sinne gibt er die Entscheidung wieder, die die Briten in den 70er Jahren ja schon einmal in einem Referendum an den Tag gelegt hatten. Das war das, was die Briten beim Eintritt in die europäischen Gemeinschaften wollten. Und was sie bis heute wollen, was sie nicht wollten, ist die so vehement kritisierte politische Union. Auf Englisch heißt das Political Union oder auch gerne genannt Ever Closer Union. Diese wird also jetzt aufgekündigt und das Land erlangt die nationale Unabhängigkeit zurück. Es verlässt dazu den Binnenmarkt, englisch genannt Single Market, und auch die Zollunion, die Customs Union der Europäischen Union. Die Kontrolle der Briten über ihre Gewässer kommt selbstverständlich zurück. Die Kontrolle über die Finanz- und Haushaltspolitik, die jetzt nur noch in Westminster in Whitehall liegt, nicht mehr in Brüssel. Beitragszahlungen, Umverteilungsleistungen seitens des Vereinigten Königreichs nach Europa, aber auch von Europa ins Vereinigte Königreich enden mit dem Brexit-Deal. Es gibt dann später noch ein paar Mitgliedsbeiträge für die Programme, an denen Großbritannien weiterhin teilnimmt. Ja, aber das nur am Rande. Das ist also mit den allgemeinen ja, Umlagezahlungen, die die Europäische Union, die europäischen Verträge vorsehen, überhaupt nicht vergleichbar. Es wird auch gehen, und das hat ja Boris Johnson, der britische Premierminister, schon angekündigt, darum gehen die Grenz- und Zuwanderungs- und auch die Einwanderungspolitik fortan wieder allein in britische Hand zu legen und auch dort neue Wege zu gehen. Die Personenverkehrsfreiheit der europäischen Grundfreiheiten, sie wird auch enden. Free Movement of People wird auch enden, beziehungsweise hat schon geendet, allerdings mit weitgehenden Erleichterungen für Unionsbürger. Das kommt dann später noch. Man hat auch angekündigt, ein Australian Style oder Canadian Style Immigration System. Also ein Einwanderungssystem, punktebasiert, wie es die Australier oder wie es die Kanadier haben,
jetzt zeitnah also erarbeiten und dann auch einführen zu wollen. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt aus britischer Sicht ist das Ende der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs. Auch diese endet. Ja. Die Geltung europäischen Primärrechts, also der Verträge und Verordnungen in Großbritannien, endet und es besteht auch keine Pflicht mehr, in Zukunft Sekundärrecht umzusetzen, also Richtlinien umzusetzen in englisches, britisches, nationales Recht. Gleichwohl darf man bei diesen ganzen Neuerungen, die dieser Deal jetzt mit sich bringt, eines nicht vergessen. Es ist nach wie vor ein Deal. Man hat sich also geeinigt. Und ein solches Einigen ist ja immer durch gegenseitiges auch Nachgeben geprägt. Man einigt sich, man kommt sich näher, um einen gemeinsamen Punkt zu erreichen, bei dem jede der Parteien sagen kann, da kann ich gesichtswahrend nach Hause gehen und das meinen Leuten so verkaufen. Und die andere Seite sagt das Gleiche. Ein Win-Win, wenn man so will. Möglicherweise auch ein Lose-Lose. Ja, je nachdem, welchen Standpunkt man hier in der politischen Debatte einnehmen mag, die ich jetzt hier, wie gesagt, nicht weiter kommentiere. Ich möchte aber Boris Johnson einmal in der Übersetzung zitieren. Er sagte nämlich, die Verantwortung, nun das Beste aus unseren neu gewonnenen Freiheiten zu machen, liegt jetzt in unserer Hand. Das nächste Jahr wird unsere Chance sein, zu zeigen, was ein wirklich globales Britannien tun kann, wenn wir uns auf unsere Tradition als liberale Freihandelsnation und als Macht des Guten in der Welt zurückbesinnen. So fasst es also der britische Premierminister zusammen. So, das war die mehr oder weniger grobe Zusammenfassung. Ich möchte nun ein bisschen mehr ins Detail gehen, in die Einzelheiten gehen, ohne jedoch hier also einfach nur meinen Artikel, den ich geschrieben habe, vorzulesen. Ich denke, das kann jeder von euch dann selbst tun, den es noch interessiert. Der Überblick über den Brexit ist also folgender. Was steht jetzt also konkret in medias res im Brexit-Deal drin? Die 100%ige Zollfreiheit für den Handel mit Waren und Dienstleistungen. Es gibt keine signifikanten neuen Hemmnisse für den Handel und den Austausch von Finanz- und Rechtsdienstleistungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, einschließlich des Personals, also der Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht nur aus Sicht Großbritanniens, auch aus Sicht der Europäischen Union durchaus. Denn hier hat man auch wieder etwas gemacht, was sonst in Freihandelsabkommen, wie man sie kennt, wer sie kennt, eigentlich nicht macht. Ja? Die Souveränität Großbritanniens über die Fischereipolitik und die sukzessive, natürlich, sukzessive muss es gehen, es geht nichts hier ad hoc, das ist, glaube ich, auch jedem klar, der zuhört, die sukzessive Erhöhung der Fangquoten für die britische Seite. Es war ja ein Politikum in Großbritannien gewesen, dass viele, viele Küstenstädte, Küstenregionen, die wirtschaftlich in allererster Linie abhängen und auch leben von der Fischerei, dass die sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie fühlten, ob das jetzt stimmt oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt, aber sie fühlten sich zurückgelassen. Sie fühlten, jetzt kommen die Fischerboote aus Portugal, aus Spanien, aus Frankreich, aus Deutschland in unsere Gewässer und fischen uns die Fische weg. Und unsere eigenen Unternehmen, unsere eigenen Fischereibetriebe, die ja, gehen, denen geht es wirtschaftlich schlecht, die gehen im Zweifel sogar pleite. Ja, das war das Gefühl vieler Briten, die auch für den Brexit am Ende des Tages gestimmt haben. Und deswegen Souveränität Großbritanniens über die Fischereipolitik kommt also mit dem Brexit-Deal zurück. Es wird des Weiteren eine nahtlose Zusammenarbeit geben von
Vereinigtem Königreich und Europäischer Union, bei der Verbrechensbekämpfung und Terrorismusabwehr, also die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, wird weiterhin gewährleistet. Man hat also dem Brexit-Abkommen selbst noch einige Annexe und Zusatzabkommen hinzugefügt, die ganz bestimmte sensible Bereiche, wie zum Beispiel auch Datenaustausch, geheimdienstliche Informationen und so weiter und so fort, die das also nochmal en detail regeln, auf die, das ist Special Interest, darauf möchte ich in meinem kurzen, wirklich kurzen Überblick, den ich mit meinem Podcast geben möchte, jetzt erstmal also nicht eingehen. Falls es dafür Fragen gibt unter euch, schreibt mir eine E-Mail oder sucht mal selbst online, das findet man. Das ist schon harter Tobak, da muss man sich durchquälen. Also das ist keine Bettlektüre, sage ich jetzt mal. Ja. Wichtig für die Briten auch, der Brexit-Deal, der jetzt abgeschlossen worden ist, ist völkerrechtlich ein internationaler Vertrag nach Völkerrecht. Ja. Er unterliegt also nicht mehr dem doch etwas speziellerem EU-Recht, und er unterliegt eben auch nicht mehr der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs. Ein für die Briten ganz, ganz entscheidender Punkt. Ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Die Rechtsetzungskompetenzen für Arbeitsrecht, Arbeitsverbraucher- und Klimaschutzrecht liegen jetzt wieder ausschließlich beim Vereinigten Königreich. Und auch, und das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt gewesen, deswegen habe ich ihn in die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte auch mit aufgenommen, das Recht, Subventionen zu regeln, liegt jetzt auch wieder in der nationalstaatlichen Hand Großbritanniens. Der ein oder andere von euch weiß es ja, die Europäische Union hat mit den Vorschriften im AEUV und weiterer Regularien also ein vergaberechtliches Regime mittlerweile entwickelt, dass selbst Spezialisten in diesem Bereich, Vergaberechtler, Fachanwälte in diesen Bereich kaum noch überblicken können und das auch tatsächlich stellenweise zu absurden Ergebnissen aus nationalstaatlicher Sicht geführt hat und auch noch führt in der Europäischen Union. Und das hat der Brexit-Deal für Großbritannien jedenfalls auch geregelt, dass die Briten wieder ihr eigenes Vergabe- und Subventionsrecht erlassen und umsetzen dürfen. Man hat sich geeinigt, dass Luft- und Lkw-Verkehr, Flugverkehr zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union abgesichert wird. Hier passiert also überhaupt nichts. Es wurde ja befürchtet, es gibt also kilometerlange Staus in Dover und in Calais, um dort also die LKWs und die Warenlieferungen und auch den Personenverkehr, der dann zusammenbrechen wird. Das ist also alles nicht passiert. Wir hatten Corona, die Grenzschließungen, da ist das passiert, aber mit dem Brexit-Deal, das ist nicht passiert. Es gibt selbstverständlich Startschwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen, beim Start der neuen Regelungen, die auch natürlich erstmal in Verwaltungen, in den kleinen, mittleren, durchaus auch großen Firmen erstmal sukzessive umgesetzt werden müssen. Sowas braucht natürlich eine Anlaufphase. Das dürfte auch jedem vernünftig Denkenden klar sein, dass das nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnipsen quasi funktionieren kann. Ja, auch Reisemöglichkeiten, hatte ich schon eingangs angesprochen, sichert der Brexit-Deal ab. Es ist des Weiteren auch enthalten, und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt aus dem UK-Blickwinkel, dass nämlich bestimmte Sozial- und Gesundheitsleistungen von englischen Bürgern innerhalb der Europäischen Union abgesichert wird. Und das gilt dann umgedreht auch natürlich für EU-Bürger, die sich in Großbritannien aufhalten, aus welchen Gründen auch immer. Energielieferungen sind abgesichert. Und Wissenschaft und Forschung, auch hier wird man also selbstverständlich weiterhin zusammenarbeiten. Wie ist jetzt der Brexit-Deal gegliedert nun? Er besteht prinzipiell aus 7 Teilen und wird ergänzt noch durch 2 Zusatzverträge. Die hatte ich jetzt gerade mal schon eben so ein klein wenig erwähnt, aber sage ich gleich nochmal was.
gliedert sich also in 7 Teile und 2 Zusatzverträge. Der erste Teil, das sind, ja, Sie kennen das sicherlich aus Verträgen, ihr kennt das alle aus Verträgen, dass man an den Anfang so einer Vereinbarung erst einmal gemeinsame Bestimmungen, grundlegende Bestimmungen festsetzt. Ja. Deswegen befasst sich der Teil 1 des Brexit-Deals auch mit gemeinsamen und institutionellen Bestimmungen. Teil 2, das ist einer der, wenn nicht gar der wichtigste oder entscheidende Punkt im Deal, sind die wirtschaftlichen Bestimmungen und die Handelsvereinbarungen. Teil 3 befasst sich dann mit der Sicherheitspolitik und der justiziellen Zusammenarbeit. Teil 4 sichert ganz bestimmte themenbezogene Vereinbarungen ab, die dort also näher geregelt sind. Also da geht es dann sehr, sehr in ganz, ganz kleine Details stellenweise rein. Wie gesagt, wen das interessiert, den möchte ich dann zu meinem Artikel verweisen. Dort kann man das nachlesen. Ja. Teil 5 regelt die Bestimmungen für die weitere Teilnahme an bestimmten EU-Programmen, zu denen ja Großbritannien bisher gehörte, jetzt nicht mehr, eigentlich nicht mehr gehört. Der Brexit-Deal lässt hier eine Möglichkeit offen, dass Großbritannien auch an EU-Programmen, an bestimmten EU-Programmen weiterhin teilnehmen kann, gegen Mitgliedsbeiträge, die dann in den nächsten Jahren eingeführt und dann auch regelmäßig gezahlt werden sollen. Teil 6 braucht man auch, nicht? Ein Vertrag ist nicht fürs Vertragen gemacht, sondern fürs Streiten. Deswegen haben wir in Teil 6 Bestimmungen zur Streitbeilegung geregelt. Hier gibt es Kommissionen, hier gibt es Aufkündigungsmöglichkeiten, die auch nochmal in bestimmten Teilen dann nochmal festgezurrt werden oder von denen abgewichen wird, weil man einzelne Teile separat kündigen kann oder ja, also hier hat man ein sehr abgestuftes Regime der Arbitration, also der Streitbeilegung hiermit eingeführt, was man aber auch grundlegend aus dem internationalen Recht und auch aus anderen Freihandelsabkommen oder völkerrechtlichen Verträgen an dieser Stelle kennt. Schlussbestimmungen runden am Ende in Teil 7 den Vertrag ab. Es folgt dann der Zusatzvertrag zu Fragen der Zusammenarbeit in nuklear- und atompolitischen Angelegenheiten. Ja. Sie wissen ja, dass eine der Vorgängerorganisationen der Europäischen Union die Euratom gewesen ist, die Europäische Atomgesellschaft sozusagen gewesen ist. Und aus diesem Grund hat man hier einen Zusatzvertrag zu diesen wichtigen Fragen mit aufgenommen. Und der letzte Punkt ist der Zusatzvertrag zum Verfahren, zu Sicherheitsbestimmungen und zum Austausch geheimdienstlicher Informationen. Denn auch da brauchen wir natürlich eine Regelung. Die Briten sind ja im Netzwerk zusammen mit den Vereinigten Staaten, Neuseeland, Australien, einer der geheimdienstlich wahrscheinlich am fortentwickeltsten Staaten der Welt, weshalb man hier also einen Vertrag braucht, noch einmal, um den Datenaustausch hinsichtlich solcher Informationen auf eine zukunftsfähige und sichere Grundlage zu stellen. Liebe Freunde, damit möchte ich diesen Teil abschließen. Ich hoffe, es hat einen Überblick gebracht. Wer detaillierter an der Thematik interessiert ist, dem empfehle ich wirklich, schaut mal auf meine Webseite, schaut euch den Artikel an. Man kann sich dort auch einzelne Punkte heraussuchen, falls einen die anderen nicht interessieren. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich wie immer über ein kleines Like, gerne auch einen Kommentar oder eine E-Mail von euch zum Thema. Und dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.